Hoi. Hallo. Wat is? Weißt du eigentlich, wieso es gemacht wird? Vor ganz vielen Jahren hat der Emil Richterich gelebt. Und weil er als Bäcker am Abend immer so müde war, hat er sich Kräuterbäder gemacht. Und eines Tages ist ihm diese Idee gekommen. Welche Idee? Ja, Kräuter. Die Kräuter? Mhm. Da. Das hier zum Beispiel. Das ist Salbei gegen Halsweh. Aber ich habe doch gar kein Halsweh. Im Winter dann schon. Aber wie genau macht man denn jetzt Ricola? Das ist eben ein Geheimnis. Bitte. Also, aber es muss ein Geheimnis bleiben. Versprochen. Ricola-Bauern buddeln jedes einzelne Pflänzchen ganz vorsichtig ein. Und wenn die Pflanzen erwachsen sind, zack, und das Monster frisst sie alle auf. Und nachher spuckt das Kräuter hinten wieder raus. Genug gefressen hat, geht die Kräuter verstecken. Und warum verstecken sich die Kräuter? Weil sie denken, sonst von den Bären gefressen werden. Aber Bären essen doch gar keine Kräuter. Ricola-Kräuter eben schon. Ein ganz geheimer Raum, wo Männer in weissen Mänteln Forschungen machen. Und weisst du was? Die armen Kälber dürfen nie heim, weil sie sonst würden keine Zepfe verraten. Bist du bereit für die ganze Wahrheit? Im Ricola-Land! Grosse Schlangen. Mitarbeiter packen sie und kämpfen mit ihnen. Dann wird sie durch eine riesige Maschine gepresst. Dann kommt einer ein Filter und viel aggressivere Schlangen wieder raus. Damit sie nicht mehr beißt, wird sie in tausend kleine Stücke zerhacken. Und nachher wird jedes Ricola in ein kleines Mäntel eingepackt, damit sie warm haben auf ihrer Weltreise. Reisen alle ins Ausland? Fast alle. Etwa 9 von 10. Aber weißt du auch, warum sie ins Ausland gehen? Weil man sie überall gern hat. Schau. Hier ungefähr lebt die Schweiz. Von hier aus fährt Ricola nach Hongkong. Nach Amerika. Oder nach Kanada. Und überall, wo es ankommt, singt man Ricola. Nur für dich.
Wollt ihr es? Weißt du eigentlich, wieso es gemacht wird?